One Piece ist ein Werk, welches sich an viele Legenden und Mythen orientiert. Immer wieder übernimmt oder Teile oder Aspekte aus Sagen und Märchengeschichten und bindet diese in sein Manga-Meisterwerk mit ein. Doch was ist mit der Religion? Gibt es auch dort eine Verbindung zu One Piece? Ich möchte hier heute nicht auf die gesamte biblische Geschichte eingehen und diese mit One Piece vergleichen. Aber es gibt einige interessante Übereinstimmigkeiten und Möglichkeiten, wie sich One Piece mit der biblischen Geschichte vergleichen lässt. Fangen wir an mit der Frau der Apokalypse. Im Buch der Offenbarung in Kapitel 12 wird von einer Frau geredet, welche ein männliches Kind gebar. Doch diese Frau wird von einem roten Drachen bedroht, welcher sich als Satan herausstellt. Satan möchte das Kind der Frau töten. Als das Kind stirbt und zum Himmel gesandt wird, flieht die Frau in die Wüste, was zum Krieg im Himmel führt, auf den ich später noch näher eingehen werde. In diesem Krieg kämpfen die Engel gegen den Drachen und lassen ihn zur Erde fallen. Der Drache greift die Frau an, welche Flügel bekommt, um zu fliehen. Doch der Drache greift die Frau weiter an mit einer Flut aus Wasser aus seinem Mund. Doch dieser Angriff schlägt fehl, denn das Wasser wird von der Erde verschlungen. Frustriert beginnt der Drache einen weiteren Krieg, um den Rest ihrer Saat, welche sich als Anhänger des Christens identifizieren, zu vernichten. Im heutigen Glauben ist die Frau der Apokalypse niemand anderes als die Jungfrau Maria. Schauen wir uns die Textpassagen mal genauer an und analysieren, wie das im Zusammenhang mit One Piece stehen kann. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 goldenen Sternen. Hier kommt schon mal der Mond vor, welcher auch in One Piece eine wichtige Rolle spielt. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Maria war also schwanger und wie wir wissen mit Jesus Christus. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Der große rote Drache könnte hier für die Celestial Dragons stehen. Immerhin bezeichnen sie sich selbst als Drache und das Symbol, welches sie den Sklaven einbrennen, ist ein roter Drachenhuf. Zufall? Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Die Celestial Dragons, allen voran Imsama, wollten also Jesus töten. Und in meiner Theorie steht Jesus für Joy Boy. Denn wenn wir uns mal überlegen, der Sitz der Weltregierung ist der Mary Joa. Und das ist französisch und heißt übersetzt Marias Freude, wie die Jungfrau Maria. Und was war Marias Freude? Natürlich die Geburt ihres Kindes, Jesus Christus. Und Joy Boy wird in One Piece ja mittlerweile sozusagen als Messias betitelt, als der Heiland, so wie es auch Jesus Christus war. Also Joy Boy ist Jesus Christus. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Joy Boy wurde also geboren. Und ich denke, mit der Passage mit Gott ist irgendwie gemeint, dass er Weisheit erlangt hat. Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie das selbst ernährt würde 1260 Tage. Ein Ort mit Wüste. Könnte sie möglicherweise nach Alabaster gegangen sein? Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel siegten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, der Teufel und Satanas. Der, der die ganze Welt verführt. Und ward geworfen auf die Erde. Und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und hier denke ich, dass mit Satan Imsama gemeint ist. Und zwar glaube ich, dass auch sie Teil des antiken Königreichs war. Doch der Grund, warum sie Joyboy töten wollte, der bleibt mir immer noch unklar. Und sie wurde damals aus dem antiken Königreich verbannt, zusammen mit ihren Anhängern. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod.
Darum freuet euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Ich denke, dass mit Himmel das antike Königreich gemeint ist, mit Anlehnung an ihre Herkunft vom Mond. Und Imsammer lebt jetzt unter den normalen Menschen und nach der Verbannung. Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte. Imsammer jagte Joyboys Mutter Maria. Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Also Maria floh nach Alabasta. Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Mund ein Wasser wie ein Strom, dass er sie ersäufte. Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und schlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss. Imsammer, vielleicht mit Hilfe der Teufelskräfte, erschuf damals die Redline, die sogenannte Schlange, so wie in der nordischen Mythologie die rote Midgard-Schlange, welche sich einmal um die Erde wickelt. Dies sollte vielleicht dazu dienen, alle Inseln im Wasser zu versenken. Denn wenn plötzlich ein Berg sich auf einmal um die Erde schlingt, steigt natürlich der Meeresspiegel und versenkt vieles in sich. Aber die Erde verschluckte das Wasser und rettete so Maria. Damit könnte das Loch auf Enis Lobby gemeint sein. Durch dieses Loch versinkt viel des steigenden Wassers in die Erde und hält so den Anstieg des Meeresspiegels in Schach. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes gebotet halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Der Kampf der Weltregierung gegen die Nachfahren Gottes, das antike Königreich, die Des. Möglicherweise fiel Joyboy nachher einem Verrat zum Opfer. Wie ich ja sagte, glaube ich, dass Joyboy an Jesus angelehnt ist. Und einer seiner Jünger, Petrus, verriet Jesus. Und dies führte später zu seinem Tode. Und dieser Petrus könnte ebenfalls ein D gewesen sein. Möglicherweise der Vorfahre von Blackbeard. Marshall D. Petrus. Vorhin erwähnte ich ja den Krieg im Himmel. Dort bekämpften die Erzengel den Satan und verbannten ihn auf die Erde. Insgesamt sind uns sieben dieser Erzengel bekannt laut der Bibel. Zufälligerweise gibt es genau sieben Ds bis dato in der Story von One Piece. Und da sich die Story langsam dem Ende nähert, ist fraglich, ob sich da noch mehr dazu gesellen werden. Könnten die sieben D-Familien die sieben Erzengel repräsentieren? Es gibt den Erzengel Raphael, er steht für die Ärzte und die Heilung, er hat die Heilkraft von Gott. Dieser könnte für die Familie Water D stehen. Immerhin waren Laws Eltern Ärzte und auch Laws selbst ist einer, mit einer extrem starken Heilungsteufelskraft. Dann haben wir noch den Erzengel Gabriel, sein Name bedeutet Stärke von Gott. Er ist der Bote von Gott, der Überbringer von Nachrichten und ist einer der zwei höchstrangigen Erzengel. Hiermit könnte ich mir die Familie Goldie vorstellen. Goldie Roger reiste durch die ganze Welt und fand alle Poneglyphe, somit alle Nachrichten Gottes. Und erfuhr am Ende die wahre Geschichte. Er läutete das Piratenzeitalter ein in der Hoffnung, jemand anderes würde die Nachrichten lesen, entschlüsseln und die Wahrheit herausfinden. Dies finde ich ein schönes Synonym für den Boten Gottes. Als nächstes der Erzengel Ariel. Dieser ist der Beschützer der Natur. Sein Name bedeutet Gottes Löwe. Hier denke ich an den sanften Riesen Jaguar die Saul. Auch sieht er mit seiner Mähne ein wenig aus wie ein Löwe. Der Erzengel Jophiel steht für die göttliche Schönheit und ist eine der wenigen weiblichen Erzengelinnen. Dies denke ich steht für Portgas D. Immerhin ist Rouge bisher die einzige weibliche D, die wir kennen. Jophiel ist dafür da zu erkennen, wie schön die Welt doch ist und dies passt auch zu Ace. Immerhin war er am Anfang extrem depri, doch später erkannte er, was für ihn wichtig ist und wie schön die Welt doch eigentlich sein kann. Dann haben wir noch die höchste Autorität unter den Erzengeln, den Erzengel Michael. Sein Name bedeutet der, wo wie Gott ist. Er ist der Anführer der Erzengel und ich denke deshalb passt hier die Familie Monkey D am besten. Wäre ja interessant, wenn der Monkey D frühere Imsammer verbannte und der Monkey D heute das Böse wieder besiegen wird. Als vorletztes haben wir dann noch den Erzengel Jamuel. Sein Name bedeutet der, der Gott sucht. Er ist der Engel der Beziehungen und der Liebe. Laut meinem Ausschlussprinzip bleibt mir nur noch Roxy Sebek.
Wobei auch dieser zum letzten Engel passen könnte, leider ist einfach über ihn noch zu wenig bekannt, weshalb für mich hier einfach nur das Ausschlussprinzip übrig blieb. Und zuletzt noch Azrael. Sein Name wird Engel Gottes übersetzt, er wird oft als Engel der Zerstörung und der Erneuerung bezeichnet. Dies sollte wohl für Blackbeard stehen, als Antagonist in der Story mit seiner Dunkelheitsfrucht. Vielleicht möchte er die Welt ändern und nicht nur zerstören. Als letztes möchte ich noch Jesus zweites Kommen mit einbringen, denn auch dies ist ein Begriff in der Bibel. Dieses zweite Kommen beschreibt, wie Jesus irgendwann wiederkommen wird und uns erlösen wird. Dieses zweite Kommen haben wir in One Piece nun auch mit Ruffy, welcher wohl Joy Boys Willen geerbt hat. In One Piece steckt also doch viel Religion. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like sowie ein Abo da. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.